Willkommen zurück zu Let's Play Murmansmarkt. Mein Gott, sind schon wieder aufgelauert. Oh nein, was will sie denn nur schon wieder? Hallo Nagi, lange nicht gesehen. Wenn ich nach neuen Pokémon geschaut habe, ist also nach anderen Pokémon, sind meine noch stärker geworden. Also, wir sind in einem kleinen Kampf. Okay, ich werde dich so in den Boden stampfen. Denn ich habe ja zum Glück nicht nur Morabel. Michael möchte kämpfen und setzt zuerst Wingull ein. Oh, ich glaube, das kriegt zu mir gebacken. Ich spiele meine Pokémon-Spiele ja meist so, dass ich die ganze Zeit nur mein Starter-Pokémon einsetze. Sprich, Hydropie. Das dann zu dem Zeitpunkt des Spiels immer Morabel ist. Und da kann man bei Reptilien schon ganz schöne Probleme kriegen. Weil Morabel hat ja dann doppelte Schwäche gegen Pflanzenattacken. Aber ich habe noch Hanzumi. Da dürfte das kein Problem werden. Und dieses Wingull ist ganz schön hartnäckig. Und jetzt hat Maike bestimmt einen Trank. Nee, doch nicht. Sie hat keinen Trank. Umso besser. Sorry, Pego. Okay, jetzt kommt genau Reptan. Also nehme ich Hanzumi, die jetzt ein süßes Kirlia ist. Interessanter Sprite. Aber warum ist das rot? Na egal. Man könnte ja fast meinen, du hast ein Shiny-Reptil. Wow! Nein! Verdammt, du kannst effektiv attacken. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Nein! Ah, jetzt muss ich unbedingt heilen. Verdammt, das dachte ich jetzt nicht, dass der mir solche Probleme bereitet. Okay, ruckzucki, kannst du ruhig machen. Konfusion! Aha, wenn ich doch nur irgendwie schneller werden könnte oder ihn langsamer machen könnte. Nee, es hat natürlich nicht geklappt. Und es ist mir noch zu riskant, ich setze nochmal einen Trank ein. Oder Soda Pop, Soda Pop. Wow. Ja, jetzt. Nein, nicht der Beutel. Angriff. Angriff ist in dem Fall die beste Verteidigung. Und jetzt mach bitte keinen Volltreffer. Verdammt, ey. Hanzumi, halte durch. Eieiei, ich rufe die Kleine jetzt erstmal zurück. Schneckmark, ich würde ja gerne wieder Komori ansetzen, aber es geht da schlecht jetzt. Also muss Izumi nochmal ran. Okay, wie Schneckmark aussieht, wissen wir ja schon aus. Momon Blattgrün. War auch kein großes Problem. Und Maike wurde besiegt. Mal wieder. Yikes, du bist besser als ich dachte. Tja, anders als du hab ich auch trainiert. Nagi, du bist sehr beschäftigt mit Training, nicht wahr? Ich glaube, du verdienst eine Belohnung. Das ist von mir. Ein Itemfinder oder ein Detektor, besser gesagt. Und hier können wir einige Items aufspüren. Okay, Nagi, treffen uns irgendwann wieder. Ja, wir werden wohl nicht drum herum kommen. Und bis zum nächsten... Wie gemein, du hast schon ein Fahrrad. Will auch. Will auf Klingelingeling machen. Ach man. So, ist ja noch ein Item? Gleich mal unsere neuen Detektor ausprobieren. Und da wir noch kein Fahrrad haben, können wir den auf Select legen. Aha, da ist was. Da ist was. Ein Hyperheiler. Nicht schlecht. Aber ich glaube, ich sollte mich lieber mal heilen gehen. Wow. Oh, ein Minion. Es ist männlich. Ich will es nicht. Geh weg. Gib mir eben deinen Erfahrungspunkt und dann ist gut. Ja, ein Elektromurmon wäre schon was Feines, aber dann nicht so eins. Muss schon wenn eins sein, was man gut im späteren Spielverlauf noch einsetzen kann. Nein, und schon wieder ein Murmon. Was ist das diesmal? Wieder Minun. Wieder männlich.
Okay, machen wir dich mal platt. Null Problemo für einen Bodentyp. Warte mal, habe ich noch normale Tränke? Nein. Okay, schnell zur Pokémon-Zentrum, dann wieder zurück. Wir wollen ja möglichst schnell in die nächste Stadt kommen. So, ab ins Pokémon-Center. Schwester Freude, wir brauchen kurz deine Hilfe. Ich hatte einen echt harten Kampf. Ah, danke. Jetzt sind meine Pokémon wieder topfit und ich kann mich wieder auf den Weg machen. Leider immer noch ohne Fahrrad. Wenn wir ein Fahrrad haben, können wir auch mal den hübschen Radweg da benutzen. Und ein wildes Momon, was ist es diesmal? Ein Fritzelblitz, es ist weiblich. Oh, das könnte ich mir doch mal besorgen. Wie gehe ich da mal ein bisschen vor? Ich glaube, es könnte schon wieder unter Umständen zu viel sein. Okay, Komori, geh du mal ran an den Job. Ich habe dich ja schon lange nicht mehr eingesetzt. Ja, Absorber. Ja, noch einmal und dann würde ich sagen, könnte ich es fangen, wenn es mich jetzt nicht eben leben würde. Okay, ich hoffe, jetzt entsteht kein Volltreffer. Okay, ja, ich denke mal, ein normaler Pokéball reicht. Ich versuche es zumindest. Juhu! Fritzelblitz wurde gefangen! Fritzelblitz-Saaten wurden dem Pokédex hinzugefügt. Okay. Ja. Möchte Fritzel einen Spitznamen geben? Oh! Wenn ich dich in mein Team nehme, dann heißt das ja, dass ich einen Spitznamen geben muss. Aber ich weiß gerade auf Anhieb nicht welchen. Heißt also, ich muss mir mal wieder bis zum nächsten Video überlegen, welchen Spitznamen ich vergebe. Also, sehen wir uns im nächsten Video wieder mit einem Spitznamen. Bis dann!